Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde beim Elch Grind. Und ich würde sagen, ich nehme euch auch hier nochmal mit auf dem letzten End von dem See, wo wir in der letzten Folge angefangen sind. Und da haben wir uns hier so ein bisschen rumgearbeitet. Hier sind wir jetzt gerade noch und ich würde sagen, wir machen jetzt die andere Hälfte des Sees, bis wir hier wieder an unserem Ausgangspunkt ankommen. Ja, und ich bin gespannt, was wir bis dahin noch mitnehmen können. Ich würde sagen, die Elchkuh keulen wir uns auf jeden Fall jetzt nochmal ran. Als Revanche für alle Elchkühe, die mich sonst getreten und kaputt gemacht haben, nehmen wir die hier nochmal mit. So, da ist sie zusammengebrochen. Da haben wir sie. Und dann würde ich sagen, checken wir mal gleich hier nochmal nach, ob wir hier noch irgendwo einen stehen haben. Ja, da vorne. Tatsächlich da vorne. Da haben wir dann auch nochmal einen Bullen mit dabei. Und auch da setzen wir uns wieder einen Marker. Oh, da können wir noch einiges laufen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die nehmen wir hier wortwörtlich im Vorbeilaufen mit. Jetzt haben wir es natürlich wirklich schön, weil wir einen perfekten Gegenwind haben. So, er wäre taub, würde es ihn jetzt nicht getriggert haben. Sehr schön. Meter. 85 und dann sind wir auch gleich in einem super Abstand, um auch wirklich den Schuss abgeben zu können. So, ich glaube, den da hinten haben wir trotzdem erwischt. Ich glaube ja. Und auch damit war diese Folge schon mal nicht umsonst. Und ja, der Anschluss, der sieht gut aus. Jetzt haben wir ihn drin. Der sieht sehr gut aus. Und da vorne liegt er.
Ja, perfekt. So schnell haben wir dann auch schon wieder drei Elche beisammen. Und dann gucken wir mal weiter. Ich glaube, wir sind auch, ja, wir sind schon wieder am Anfang. So gut wie, eigentlich sind wir schon so gut wie rum. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, was das da vorne ist. Wahrscheinlich haben wir da vorne an den Gebieten dann auch schon wieder einen Elch stehen, den wir vielleicht schon wieder schießen können. Ja, und gerade noch von gesprochen, da haben wir schon hier die Chance. So, wollen wir doch mal gucken, was wir hier hinten noch mit bei haben. Da haben wir noch einen Bock mit bei. Der hier konnte schön nah. Wir haben auch hier gerade noch mal Gegenwind. Natürlich wieder optimal. Kein Weibchen in der Nähe. Natürlich auch super. Dann können wir nämlich noch mal weiter callen. Eigentlich dürfte er getriggert sein, dass er näher kommt. Ja, tut er auch. Das, was sich ja wirklich irgendwo ein bisschen bewährt hat, ne, ist, in diese Kuhlen hier beim Eis reinzugehen. Haben wir hier nur gerade jetzt nicht. So, trau dich, komm noch mal ein Stück näher. Das wäre phänomenal. Ach, scheiße. Ja, die letzten beiden Schüsse waren einfach unnötig. Die gingen voll daneben.
Wollen wir es riskieren? Ich glaube ja. Ich bin scharf drauf. Er fällt. Er fällt. Tja. Ja, manchmal muss man dann doch mal was riskieren. Sehr geil. Ich glaube, das dürfte der gewesen sein, oder? Ja, und wenn ich dann immer so höre, ne? Ja, die Rhino, die brauchen wir, die Rhino, beste Waffe im Spiel. Ja, die Sundberg auch. Leute, exakt dieselben Werte, ne? Es ist einfach so absolut identisch. So, ich glaube, der war es vielleicht dann doch nicht. Da müssen wir hier nochmal gucken. Oder? War es doch der? Könnte auch sein, ne? Nee, das ist eine Losung. Das heißt, wir gehen auf Nummer sicher und holen uns den Möter. Halb Mensch, halb Köter. Ihr kennt das. Und lass mal suchen. Ach, guck hier. Genau dran vorbeigelaufen, ne? Ja, ich komme doch schon. Super, dankeschön. Dankeschön, so wollen wir es doch haben. Du bist die Beste. Du bist die Beste. So, da haben wir auch nochmal gleich zwei Elchböcke mit weg. Ja, ist doch super, ne? Was wollen wir denn mehr? Am schlimmsten sind die Folgen, wo nur ein, zwei oder so Abschüsse kommen. Da sind wir ja Gott sei Dank seit mehreren Folgen schon von komplett verschont geblieben. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres für einen Streamer, als keinen Abschuss liefern zu können bei einem Jagdsimulator. Oder dann halt 5 Stunden zu spielen, um dann Zusammenschnitte zu machen. Um dann wirklich Content liefern zu können. Da bin ich dann doch lieber froh, dass ich nicht Zusammenschnitte präsentieren muss. Und dass wirklich genug Abschüsse jeweils dann in einer halben Stunde auch immer da sind.
So, bin mal gespannt, was wir hier haben. Ich denke mal ein Infopunkt, ne? Jo. So, dann nehmen wir das natürlich auch nochmal mit. Ich würde sagen, wir nähern uns hier nochmal. Da will ich auch nochmal wissen, was ist. Aber auch bis dahin haben wir auf jeden Fall nochmal eine gute Chance, hier nochmal was. Ich habe nicht gerade was gehabt. Hier nochmal was vor den Lauf zu bekommen. War das nicht gerade ein Bär? Doch eigentlich ja, ne? Da haben wir nochmal ein Weibchen, da ist nochmal ein junger Bulle. Interessant, das Weibchen haben wir doch gerade eben schon von da rausgeschossen. Interessant, okay. Unser Marker ist da hinten. Was ist los mit ihm? Er ist nervös. Fraglich, warum? Abstand haben wir noch mehr als genug. Daran kann es nicht liegen. Okay, klar, wir haben Rückenwind und sind nicht mehr eingesprayt. Das mag natürlich sein, dass es vielleicht daran liegt, dass man es gerochen hat. Ich würde sagen, wir callen mal einfach weiter und gucken mal, was sich hier tut. Ich weiß auch nicht, wo der Bulle jetzt hin ist. Der ist mit Sicherheit schon irgendwo den Hügel hochgelaufen oder den Berg, je nachdem. Dann machen wir eben das mal gleich. Ach, guck mal einer an. Also, wenn er jetzt noch ein bisschen sitzen bleibt. Könnten wir kriegen, ne?
Ja, und den haben wir gekriegt. Da hinten dürfte er dann liegen. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal gerade einmal hoch zum Marker. Und dann holen wir uns noch den Bären, ne? Wenn er da hinten schon brav rumliegt und auf uns wartet. Ja, Hermes, genau, so macht das richtig. Der prescht hier gerade durch die Siedlung durch. Wir haben eine ziemlich scharfe Kurve. Ganze Seitentür vom Transporter ist auf und er rast hier gerade rum. Die Fliehkräfte von den Paketen, ich hätte die eigentlich gerade alle rauskatapultieren müssen. Ich glaube, die standen alle hinten, sonst wäre es mir schon nach hinten losgegangen. Da haben wir es wieder. Jagdstall immer hinstellen. Das sind immer perfekte Gebiete. Und auch hier wissen wir dann wofür. Elch und Bär. Sehr wahrscheinlich. So, dann würde ich sagen, ist auch egal, wir laufen jetzt erstmal nur hinterher, ne? Da brauchen wir jetzt das Waffenset nicht wechseln. Oder habe ich es gerade schon gewechselt? Ich weiß es nicht. Ja, und dann laufen wir mal hinterher. Nee, ich habe immer noch Rothirsch. Ja, reicht auch. Ist egal. Wir sind am Ende der Folge. Und bei der nächsten Folge auf jeden Fall wechseln. Aber ich möchte doch zumindest nochmal sehen, wie wir den geschossen haben. Ah, war das hier der Anschuss? Oh. Oh. Oha. Okay, das war mindestens einfach Lunge. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet mit dem Anschussbild. Nee, hätte ich wirklich nicht. Ja, und da liegt er schon. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich schon mal aus dieser Folge. War mir eine Freude, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch auf die nächste Reise wieder mitnehmen darf. Ganz böse. Scheiße. Oh, fuck. Oh. Ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und mich begleitet. Ich würde mich freuen.
Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich werde euch dann auf die nächste Partie mitnehmen. Ich weiß noch nicht, wohin es geht. Wir können gerne nochmal gucken, ob wir den einen Wolf auch noch erwischt haben. Ich weiß noch nicht genau, wo es dann hingeht, die Reise, aber würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, mich dann wieder ein bisschen supportet und mit unterstützt, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst, indem ihr überhaupt das Video anklickt, ein Abo da lasst, einen Kommentar, ihr kennt das Spiel. So, dann gucken wir uns den auch nochmal an. Ja, und damit würde ich sagen, war schön, dass ihr mit dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, sobald ihr denn Bock habt. Bis dahin und ciao.